Ich bin mir nicht ganz sicher, warum, aber ich nehme das auf. Wir gucken uns mal die Waffelbäume hier an. Special rules, where the boomerangs come from. So pass this mission with boomerang monkeys only. Okay. Aber wir haben keine Upgrades. Das wird nicht einfach. Wir werden es garantiert nicht schaffen. Aber angucken möchte ich es mir trotzdem mal. Ach, das ist ja, ich erinnere mich dran. Oh Gott, ich bin mir gerade. Ach, wir haben zumindest ein Upgrade. Aber 25 Waves können wir halt total vergessen. Seriously? 25 Waves können wir halt total vergessen. Hallo? Warum schießt denn der die ganze Zeit nicht? Will mich verarschen? Ja, nee. Komm. Eher nicht so. Also wir haben zu wenig Startgeld dafür. Du musst einfach gleich Ricochet. Ja, klar. Mit 8 Upgrades auf den Dingern kann ich das halt auch. Die haben aber alle nur ein Upgrade maximal. Das heißt, wir werden hier spätestens in Runde 5 total weinen gehen. Komm, das können wir eigentlich gleich lassen. Das wird einfach nichts. Das wird nichts. Müssen wir gar nicht weiter probieren. Alright, dann, wie sieht's denn eigentlich aus? Das ist bald fertig, das ist ganz nice. Wir können hier noch total. Wo ist es? Where is it? Warum brauche ich für einen zweiten Hafen jetzt Town Level 8? Okay, meinetwegen auch das. Dann machen wir halt erst noch eine Map. Ich habe auch nicht so viele Schmerzen mit. Klick schneller, ja? Ich muss ja überhaupt nicht klicken. Klick doch selbst. Irgendwie erinnert mich die Map immer an einen Teppichklopfer. Ist das eigentlich. Ich weiß nicht, gibt es so Standard-Neujahrsbräuche? Also so Silvesterbräuche gibt es ja noch in Löcher, aber gibt es so Neujahrsbräuche wie Teppich ausklopfen oder so? Wo wäre so jetzt nur als blödes Beispiel, keine Ahnung. Neujahrsbräuche wären mir jetzt so gar nicht bekannt. Diese Spannung. Neues braucht Staubsaugen. Geh weg, Alter. Ich glaube, sie hat einen neuen Staubsauger. Oder hat ihren anderen reparieren lassen. Ich weiß nicht. Also der ist auch noch penetrant laut, aber nicht mehr ganz so penetrant wie der davor. Mach mal den krankesten Pedoblick ever. Nee. Leider keine Erfahrung mit. Abgesehen davon wirkt das auch eh nur, wenn man einen abgeranzten Lodenmantel anhat und eine Jogginghose drunter. Oder gar nichts. Was? Nein. Raketen in der Hand halten und anzünden. Das ist kein Neujahrsbrauch, das ist Standard. Das ist gleichzeitig bescheuert und nichts Besonderes. Bedauerlicherweise. So, ich packe jetzt das Boot hin. Go Go Gadget Ninja. Was? Vibe Tracks mit Dutty kam noch nicht. Nein, das ist noch nicht in der Playlist drin. Das ist Clicker Heroes exklusiv. Das Upgrade ist fertig. Nice.
Dann können wir ja gleich das nächste erforschen. Finde ich gut. I like upgrades. Upgrades are awesome. Wie er mit dem Upgrade die einfach alleine wegraucht. So, naja, fast. Idealerweise müsste ich den auf den Last schießen lassen. Ne? Das bringt viel mehr. Anfang an machen sollen. Na egal. Oh, bitte. So, Level 8, sehr schön. Dann können wir jetzt noch ein Boot bauen. I like boats. Boah, Hilfe, quatsch mir doch hier nicht voll. Build a Plutonium Generator. Nein, will ich nicht. Capture 40 pieces of land, ja. Bei Gelegenheit. Ich wollte doch aber noch einen Port. Danke schön. Außerdem ist natürlich auch nice, ne? Kostet aber 1000. Das kostet nur 400. Und das ist ziemlich super. Ich möchte das haben. Das dauert auch 15 Minuten. Wie passe ich? So, hier können wir jetzt nämlich auch was machen. Grapeshot. Yes, please. I need that. Brauche ganz dringend Grapeshot. Dann machen wir hier weiter. Mit einer Granate Völkerball spielen, bis sie in der Hand explodiert. Ja, Zufällig den neuen XXX-Trailer gesehen? Gar nicht mehr, wann man in diesem Spiel diesen Punkt erreicht. Also im Moment haben wir es ja noch so, dass wir super viel Land zur Verfügung haben eigentlich oder super viele Teile schon freigespielt haben und mit Bauen aber gar nicht hinterherkommen. Und später ist es dann irgendwann so, dass man eigentlich gerne noch andere Sachen bauen würde, aber irgendwie daran verzweifelt, neue Teils freizuspielen. Zumindest ging es mir irgendwann so. Ich glaube, das war auch der Punkt, wo ich dann aufgehört habe. Bitte was? Schnellste Reaktion, aber muss ja auch nicht sein. Ganz ehrlich. Gott, die Sternmap hatten wir vor lange nicht mehr. Russisches Roulette für Kinder. Was? Gott, den Song kenne ich auch irgendwo her. Irgendwie so. Aber woher? Perfect Tower? Hatte ich das da im Hintergrund? Fragen über Fragen. Auch noch Clicker Heroes. Keine Ahnung, ich bin einfach so zum Großteil die alten Songs durchgegangen, dachte mir, ah, passt schon, passt. Schmeiß mal rein in den Shit.
Ja, Ninja Monkeys mit Upgrades sind so super. Oh Gott, hier kommen schon 8 Waves. Okay, dann sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen aufrüsten. Sag mir das doch, wer. Ich dachte, das wird hier wieder so ein easy 5-Wave-Dinget. An 8 Waves kriegen wir vielleicht sogar ein bisschen was zu tun. Wahlklicker Heroes, okay. Der Punkt mit Klicker-Games aufzuhören ist dann erreicht, wenn dein Zeigefinger doppelt so dick ist wie dein großer Zeh. Was? Dann hast du entweder einen massiven Gichtanfall. Du hättest da auch noch einen Vergleich, ja, kann ich mir vorstellen. Behalte ihn bitte für dich. Will auch gar nicht wissen, womit du klickst. Ich glaube, ein Sniper ist hier total wurscht. Gib mir den Gloom Monkey. Da ist der Zeigefinger garantiert doppelt so dick. Wie alles andere. Okay. Kommt tatsächlich schon mal ein bisschen was angerauscht. Dann baue ich hier doch einfach nochmal zwischendurch so einen Standard-Monkey hin. Schadet ja nichts. Warum habe ich... Ich könnte halt den Bombshooter bauen. Wenn ich mir den noch leisten kann bis Ende der Map. Fragen über Fragen. Du wirst unbegründet missverstanden. Vollkommen unbegründet. Natürlich. Würdest du nie, nie im Leben irgendwelche zweideutigen Sachen, aber naja. Ist klar. Ich fände es ganz angenehm, wenn Boote grundsätzlich deaktiviert wären auf Maps, die kein Wasser haben. Das war schon nicht so ohne, aber geschafft. Okay. Das war bestimmt auch das Erste, was du gedacht hast. Ganz klar. So, was hatten wir hier alles? Ach, das ist Capture. Das war das Multiplayer-Ding, ne? Bluntonium. Ja, will ich aber gar nicht. Ich will ja gar kein PvP spielen. Geh doch mal weg. Meine Spike Factory ist inzwischen fertig. Das finde ich ganz nice. Kann ich da schon? Nee, Upgrade-Gebäude ist noch nicht fertig. Bedauerlich. Aber hier können wir weiter forschen. Na, dann machen wir das doch mal. Das dauert noch. Das dauert auch noch. Könnte man in einer Blooms-Version nicht Wasserspots einbauen? Also hier meine ich nicht. Wäre mir zumindest neu. Wie sieht es eigentlich mit Strom aus? Geht noch, okay. Aber wir könnten definitiv nochmal irgendwie so ein Wasserteil mitnehmen. Und vielleicht dann nochmal so eine Wassermühle dahin bauen. Das wäre, glaube ich, ganz okay. Es ist gar nicht so. Ne. Aber die Spike Factory ist fertig. Die ist zwar arschteuer, aber die finde ich eigentlich ganz nett. Mal gucken, ob wir uns die leisten können oder ob ich meine Prioritäten da anders setze. Erstmal gucken, wie das hier überhaupt so läuft. Bin ja noch skeptisch.
Moment, kein PvP gleich Coin, kein Content für U18? Das heißt, wenn ich kein PvP mache, habe ich automatisch U18 Content? Was? Oh Gott. Moment. Geh du mal dahin. Man davon, wenn man auf den Chat achtet. Das Grape-Update ist noch nicht fertig, ne? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Warum auch? 825 ist ein ganz schöner Brocken. Okay, jetzt verstehe ich, auf was du hinaus willst. Okay, vielen Dank für diese Info. Was? Es tut mir ein bisschen leid für deinen Zahnarzt, aber okay. Ich lasse das einfach mal unkommentiert so im Raum stehen. Was total gelogen ist. Ich habe es ja schon kommentiert, aber passt schon. So, kommen wir auf die 825? Oder muss ich... Kommen wir. Sehr schön. Ich mag das Ding. Ich finde das total gut. Sag mal, das ist eigentlich normal hier. So, geh mal bitte auf den Strongest, das finde ich ganz nice. Du hast natürlich immer noch keine Upgrades, woher auch? Und schon rutscht der Rettich quasi wie von alleine. Möchte ich behaupten. Nicht noch einen zweiten Hafen gebaut, aber der ist noch nicht fertig, ne? Das wird das Problem sein. Wie alt bin ich? Tja, Fragen über Fragen. Legenden besagen irgendwas zwischen 25 und 45. Alright, die Map hat mir geschafft. Sehr schön, sehr schön. So, was gehe ich denn eigentlich mal als nächstes an? Ich möchte gerne irgendwie ansatzweise sowas wie einen Plan. Eigentlich kann ich fast erstmal ein bisschen warten, ne? Da wird in 2 Minuten was fertig, das dauert alles ewig. Ach, wir wollten noch ein Wasserkraftwerk bauen. War es das nicht? Das wollten wir doch, oder? Mir war so. Können wir gar nicht. Ist zu teuer. Crazy shit. Könnten noch mal Spaß bauen, den wir noch nicht haben. Könnten halt so Base Buildings bauen. Zum Beispiel für ein House of Ice. Weil ich die Ice Monkeys echt nicht gerne mag, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Können einen Dartling Gun Cache bauen. Aber will ich das? Mein Alter ist kein großes Geheimnis, wurde spätestens beim Release von Idlebench recht offen kommuniziert. Stimmt. Und Mortar? Möchte ich Mortar haben? Bin mir unsicher. Will ich noch einen Bomb Range haben? Ich weiß es doch nicht. Was will ich denn haben? Möchte ich mehr vom Gleichen oder mehr Verschiedenes? Ich bin mir unsicher. Ich bin mir sehr unsicher.
Ich lasse das nochmal ein bisschen sacken und mache nochmal eine Map. Oh, die sieht nett aus. Hey, Restricted, die habe ich beide nicht. Ich möchte eigentlich einen Wizard Tower haben. Was brauchte der doch gleich? Fällt mir gerade mal so ein. Wo ist er denn da? 1000. Na dann, auf geht's, ab geht's.